Jugendwelle. Das ist die perfekte Welle. Das ist der perfekte Tag. Das ist der perfekte Tag. Hallo an alle und herzlich willkommen zu unserer heutigen Sendung. Juana hier und ich werde euch heute durch diese Sendung begleiten. Amaya berichtet heute über die Spionage-Miniserie bei Mester, in der Victor Godiano Ceausescus rechte Hand eine Rolle spielt, die von Ion Mihai Pacepa inspiriert wurde. Oft im Leben habe ich den Eindruck, dass die Dinge nur schwarz und weiß sind. Aber dann schaue ich eine Serie wie Spymaster und verstehe mir denn nicht, ob das Weiß tatsächlich schwarz ist oder ob alles nur ein grauer Fleck ist. Aber das ist letztendlich normal, denn in einem Machtspiel, bei dem es um Leben und Freiheit geht und eine Niederlage den Tod bedeutet, kann sich Weiß vielleicht in Schwarz verwandeln oder man wird einfach von Grau verschluckt. Spymaster ist eine Spionage-Miniserie von Adina Sădanu und Christian Peters. Die Serie wurde in Rumänien und Ungarn gedreht und sie wurde erstmal am 19. Mai 2023 auf HBO Rumänien aufgestrahlt. Die Handlung spielt im Jahr 1978, als die rechte Hand des rumänischen Präsidenten Nicolae Ceausescu Victor Godanu beschließt, in die USA zu fliehen. Als Ceausescus Paranoia ihren Höhepunkt erreicht, nutzt Godanu eine diplomatische Reise nach Westdeutschland, um zu versuchen, in die Vereinigten Staaten überzulaufen. Doch da seine Familie noch in Rumänien lebt und die rumänische Spionageabwehr ihm auf den Fersen ist, wird es für ihn schwieriger denn je, sein Doppeledikt aufrechtzuerhalten und Leben zu entkommen. Spymaster gelingt es hervorragend, alle Bewegungen Godanus spannend zu gestalten. Jeder Anruf kann zurückverfolgt werden, jedes Versteck kann kompromittiert werden, jeder kleine Fehler kann zum totalen Scheitern führen und in jedem Moment kann eine Figur denken, dass sie die totale Kontrolle hat, nur um dann schnell zu erkennen, dass sie nur ein Spielball in einem viel größeren Spiel ist. Und angesichts dieser Machtverschiebungen und der erschütternden Sequenzen von Spymaster kann man sich diese Serie nicht ansehen, ohne die Fäuste zu ballern oder die Augen abzuschirmen, wenn Godanu in unmittelbare Nähe des sicheren Todes gerät. Aber so sehr man sich auch wünscht, dass Godanu freikommt, so sehr erinnert Spymaster daran, dass er nicht der totale oder der typische Held ist. Rücklebenden zeigen uns einige der unappetitlichen Aktionen, die Godanu unternommen hat, um Ceausescu auszuspionieren und sein hohes Ansehen bei Ceausescu aufrechtzuhalten. Und wir wissen, dass er getötet und gelogen hat, um zu bekommen, was er wollte. Es ist eigentlich faszinierend zu sehen, wie Godanu darüber nachdenkt, ob er nach dem, was er getan hat und wen er zurücklässt, ein besseres Leben verdient hat. Das Interessanteste an dieser Serie ist auch, dass Godanus Charakter eigentlich auf dem führenden rumänischen Geheimdienstoffizier Ion Mihai Pacepa basiert, einem General, der für die rumänische Geheimpolizei arbeitete. 1978 besuchte Pacepa die US-Botschaft in Bonn, floh in die USA und gab seine Geheimnisse an die CIA weiter und Berichten zufolge hat Ceausescu einen Attentäter namens Carlos de Chacal angeheuert, Pacepa zu finden und zu töten, wobei er ihm eine Belohnung von 2 Millionen Euro versprach. Trotz des schwächeren Endes bietet Spymaster immer noch jede Menge Spionage-Nervenkitzel. Es ist eine stilvoll gedrehte, gut gemachte Serie, die ihren vielen Jäger und Beute gut präsentiert und ich persönlich denke, dass es die perfekte Serie ist, die man sich ansehen sollte, wenn man sich für die kommunistische Ära interessiert oder einfach nur das Adrenalin eines Machtspielers spüren möchte, das zwischen Leben und Tod schwankt. Jugendwelle. Das ist die perfekte Welle. Unsere Jugendredakteurin Emilia hat ein Interview mit Frau Graupe, Deutsch- und Geschichtslehrerin an der Lenau-Schule, über den von ihr koordinierten Debattierwettbewerb geführt. Heute hören wir uns den zweiten Teil des Interviews an. Welche Unterschiede haben Sie zwischen dem rumänischen und deutschen Debattensystem gesehen? Also, das rumänische Debattensystem habe ich am zweiten Tag, als ich hier angefangen habe, kennengelernt und ich habe natürlich kein Wort verstanden. Ich habe nur gemerkt, da vorne auf der Bühne passiert so richtig was wie beim Schauspiel oder im Theater. Da wurden Stimmen lauter, da hat man Scherze gemacht, da wurde der Gegner wahrscheinlich auch mal angegriffen, verbal natürlich nur. Da war Mimik und Gestik dabei. Es war eigentlich ein kleines Theaterstück. Das Publikum war auch wirklich begeistert, fiel mir auf. Wie gesagt, inhaltlich habe ich nichts verstanden, ich konnte nur so alles wahrnehmen. Und das waren Inszenierungen. Es war unglaublich unterhaltsam.
Danach wollten auch viele aus der Klasse gerne an der rumänischen Debatte teilnehmen. Und damals habe ich schon gedacht, oh, das müssten wir eigentlich auch hinbekommen. Nur ist das deutsche System anders. Also wir haben ganz bestimmte Regeln im Gesprächsverhalten. Das ist ein ganz wichtiges Kriterium, Gesprächsverhalten. Das heißt, wir hören zu. Wir machen eigentlich, der Gegner wird nicht so sehr rhetorisch in die Ecke gedrängt, sondern wir hören sein Argument. Ich glaube, die deutsche Debatte ist ruhiger. Vielleicht für einige geht dadurch viel Spaß verloren, das kann sein. Aber wir haben so bestimmte Regeln. Also es ist sehr stark inhaltlich. Man wechselt sich ab in der freien Aussprache. Keiner sollte zu lange reden, aber auch niemand sollte sich einfach ganz rausnehmen. Es sollte auch nicht so nach festen Regeln sein, wann jemand das Wort ergreift in der freien Aussprache, sondern es sollte möglichst versucht werden, ein Gespräch zustande zu bekommen. Der Gegner wird eigentlich nicht. Das Höchste, was man sagen könnte einem Gegner, ist, ich finde dein Argument nicht nachvollziehbar. Während ich bei der rumänischen Debatte das Gefühl hatte, da geht's zur Sache. Da wurde auch mal gesagt, wahrscheinlich, du hast Blödsinn geredet, ich weiß es nicht, aber es wirkte so. Das wäre bei der deutschen Debatte nicht erlaubt. Ansonsten inhaltlich wird es, denke ich, auch, damals ging es um die Einführung neuer Fächer im rumänischen Schulsystem, das wäre hier auch möglich, dass man einfach so Themen nimmt, wo man sagt, die interessieren Schüler, dazu können sie auch was sagen. Und je weiter man ins Finale reinkommt, umso mehr geht es vom Alltag der Schüler weg, umso abstrakter werden die Themen. Also dieses Jahr war es zum Beispiel, sollen Kurzstreckenflüge verboten werden. Ich glaube, inhaltlich unterscheidet sich rumänische Debatte und deutsche nicht so sehr, aber in der Art, wie man halt die Debatte inszeniert, da waren schon Unterschiede. Und jetzt etwas mehr persönlicher. Wie finden Sie diesen Beruf der Lehrer? Ich finde den Beruf der Lehrer sehr schön, sehr interessant. Also man hat sehr viel mit Menschen zu tun. Vielleicht etwas, was beim Lehrerberuf so ist, der endet eigentlich nicht zu Hause, sondern man nimmt da immer noch Arbeit oder gedanklich was mit. Damit muss man zurechtkommen, dass man auch am Wochenende mal sagt, jetzt ist gut. Durch den Lehrerberuf bleibt man immer dichter dran, glaube ich, an Sachen, an Jugendlichen. Nicht, dass sie einem immer sehr gerne sehr viel erzählen, aber ich glaube, man bekommt schon mehr mit als andere Menschen, was gerade junge Menschen denken, was gerade angesagt ist oder wo man schon in seinen Ansichten wieder völlig veraltet ist und völlig neben der Zeit. Ich glaube, da bekommt man als Lehrer schon sehr viel mit. Als Lehrer hat man die Möglichkeit, auch immer mal wieder neue Sachen zu machen. Vielleicht mehr als in anderen Berufen. Als Lehrer kann man sich aber auch nicht zurückziehen. Also ich glaube, es gibt Berufe, wo man auch sagt, oh, mir geht's heute nicht so gut, ich setze mich in mein Büro hin und mache einfach, arbeite vor mich hin. Als Lehrer steht man dann ja trotzdem vorne und muss präsent sein. Das sind sicher Sachen, dieses, es gibt keinen Rückzug, egal wie man sich fühlt, wenn man krank ist oder so. Der Lehrerberuf ist manchmal auch, weil er viel mit Erwartungen zu tun hat, die Schüler an sich selber haben, schwierig, weil, also ich glaube, ich würde jetzt sagen, wenn jemand ein Fach nicht besonders gut kann, ist das eigentlich gar kein Problem, dann kann er nur das Fach nicht. Aber so als junger Mensch ist es vielleicht, als könne man, als hätte man dann selbst irgendwas falsch gemacht. Also diese Trennung zu sagen, ich muss nicht alles gut können, ich kann trotzdem mein Leben bestimmen, ich bin trotzdem ein wertvoller Mensch. Das ist etwas, was man vielleicht später als Erwachsener viel selbstverständlicher hat. Also ich wäre heute nicht mehr traurig, wenn ich in Bereichen wie Musik, da war ich immer katastrophal, oder auch andere Bereiche, nicht könnte. Also da bin ich natürlich stabil, wenn man als einfach später weiß, das ist gar kein Problem. Für junge Menschen ist es vielleicht manchmal schwierig und die denken dann, so eine Bewertung, so eine Note hätte irgendwas mit der Person oder so zu tun, hat es aber nicht. Und das ist manchmal schwer auszuhalten, so zu sagen, ja, du hast diesen Bereich vielleicht nicht so gut gekannt, aber das ist eigentlich nur eine Note. Das würde ich sagen, gehört zu den schwierigen Sachen im Lehrerberuf, bewerten. Ohne bewerten geht es aber auch nicht. Alle Experimente, die man da gemacht hat ohne Schulnoten, sind auch schief gegangen. Wir kommen uns bewerten nicht herum, aber ich würde gerne, das sind so Momente, die ich nicht so besonders mag, Noten geben. So, wenn sie schlecht sind, oder Rückmeldungen geben und trotzdem zu vermitteln,
dass die Person wertvoll ist und eine ganze Menge kann, nur eben gerade dem Bereich vielleicht nicht so. Würden Sie sagen, dass Sie sich an Rumänien angepasst haben? Ich glaube, ich hatte noch nicht genug Zeit. Am Anfang erschien es mir kaum anders. Das ist so, wenn man nach Timișoara reinkommt, denkt man, das ist eine moderne europäische Stadt. Die Unterschiede zeigen sich erst so nach einer Weile. So, und die habe ich noch nicht ganz verstanden. Also es gibt so ein unnachahmliches Na bei meinen Kollegen. Und da bin ich zum Beispiel noch nicht drauf gekommen, was das eigentlich bedeutet. Ich glaube, es heißt so eine Mischung zwischen habe ich dir nicht gesagt und ist doch nicht so schlimm. Aber ich muss es noch einordnen können. Es sind so ein paar Sachen, die man erst später merkt, dass man spontan sein muss, dass so Klassenausflüge von heute auf morgen sind und dann fährt man damit und ist normal. Oder dass einem auch Schüler bei einem Projekt helfen, obwohl sie gar nicht in der eigenen Klasse sind. Opfern die auf einmal einen Tag und betreuen die ganze Technik, weil man natürlich völlig überfordert wäre. Sowas geht hier alles. Dass man nicht so bürokratisch sein muss, dass man Sachen organisieren kann, auch auf Hilfe bauen kann, ohne große Anträge oder Absprachen. Das läuft immer, das ist fantastisch. Aber eben das andere ist auch, man muss immer spontan bleiben. Es kann sich immer alles ändern und vielleicht muss ich morgen den Unterricht nochmal verschieben oder anders planen. Das muss ich noch ein bisschen lernen. Viel genug weiß ich noch nicht. Ich habe mir jetzt erstmal vorgenommen, über die Ferien mich auch einfach mal ein bisschen altmodisch einzulesen, wie das hier eigentlich alles zustande kommt, wie das läuft. Durch Jugend debattiert habe ich, wie gesagt, schon durch in Bereiche ein bisschen reingeschaut, von denen ich vorher auch keine Ahnung hatte. Und ich will noch mehr über das Land wissen. Also ich würde sagen, ich bin noch am Anfang. Okay, danke. Danke für die Antworten, die Sie gegeben haben und bis bald dann. Sara beantwortete die folgende Frage in der heutigen Serie Gesichter Temeswars. Was ist die Geschichte dieses schönen Gebäudes neben dem Brückshaus? Wisst ihr, sehr viele Freunde haben mich gefragt, wie das grüne Haus neben dem Brückhaus heißt. Ich selbst habe mich das auch gefragt. Wie heißt es? Was für eine Geschichte hat es? Ich habe versucht, mehrere Infos über das Gebäude zu finden, aber nichts, nichts und nochmals nichts. Bis heute. Willkommen zu einer neuen Folge der Gesichter Temeswars. Heute erzähle ich euch mehr über den Ferencz Emor Palast, welcher sich in der Straße Florim und Mörsi befindet. Der Architekt dieser Schönheit ist, wie ich angenommen habe, Laszlo Szekely. Und nun mehr über ihren ersten Besitzer. Ferencz Emor war ein Hute- und Waffenhändler und hatte seit 1876 eine Firma in Temeswar. 1905 kaufte er das gesamte Grundstück der Häuser in der Mörsi-Straße und zwei Jahre später war der Emor-Palast fertig gebaut. Das Gebäude ist eine weitere Ikone des Jugendstils in Temeswar und die Fassade des Emor-Hauses ist aber ebenfalls im klassizistischen Stil gehalten. Die Seiten sind höher als der Mittelteil und haben oben langgestreckte Fenster. Der mittlere Teil hat 4 Fenster pro Stockwerk und im obersten Stockwerk wurde eine Statue aufgestellt. Elemente wie die Statue, die Symmetrie zwischen den Fassaden, die Fensterrahmen und die Maske an der mittleren Fassade gehören also zum klassischen Stil. Gleichzeitig glauben viele Experten, dass das gesamte Gebäude dem französischen Jugendstil nahesteht. Das Emor-Haus ist aber nicht das einzige superschöne und versteckte Juwel des Domplatzes. Habt ihr schon ein hübsches grün-rotes Haus in der Eugenio de Savoia-Straße gesehen? Sagt euch der Agoston Golgan-Palast etwas? Ich glaube nicht. Aber vielleicht das Restaurant Scotland Yard? Ja? Naja, Scotland Yard befindet sich im Erdgeschoss des Agoston Golgan-Palastes. Dieses hervorragende Gebäude wurde 1912 gefertigt und ist das Meisterstück des Architekten Jenő Klein. Einige besondere architektonische Details des Gebäudes, das volumetrische Spiel des Daches, das Ende des Daches ist ein Blechhahn und die Bassreliefs, die weibliche Silhouetten darstellen. Das wunderschöne Haus war auch der Hauptsitz des Hospizes La Cocosul Negru und des Weinkellers La Pisica Negra. Das war's. Jetzt könnt ihr eure Freunde mit Infos über diese hübschen Häuser erschlagen, während ihr über den Domplatz schlendert und die Miorica oder Scotland Yard gutes Essen genießt. Bis zum nächsten Mal! Das war alles für heute. Bis nächstes Mal wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Das ist die perfekte Welle.